Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu meiner Präsentation über mein Projekt, bei dem ich ein Spiel gemacht habe. Ich werde mich in dieser Präsentation auf folgende Punkte fokussieren, und zwar, wie gut war mein Zeitplan und wie sehr habe ich mich dran gehalten. Außerdem werde ich erklären, was gut ging und was nicht. Und ich werde noch darüber reden, ob ich mit dem Projekt im Allgemeinen zufrieden bin, was mir das Projekt für die Zukunft bringt und was ich beim nächsten Mal besser machen werde. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Fangen wir aber mal an mit dem Zeitplan. Also, bin ich mit meinem Zeitplan zufrieden? Ich habe mir am Anfang des Projekts einen sehr ernsten Zeitplan gemacht. In diesem habe ich dann Folgendes geschrieben. Ab 7 Uhr stehe ich auf. 5 Minuten nach 7 anziehen und essen. Dann so Viertel nach 7 bis 20 nach 7 Zähne putzen. 7.25 Uhr Schultasche packen. Und 7.30 Uhr fange ich mit dem Projekt an. 8.30 Uhr mache ich eine 5 Minuten Pause. Am 9.15 Uhr mache ich mich bereit zum Gehen. Und um 9.20 Uhr gehe ich zur Schule. Ich bin mit meinem Zeitplan bis heute eigentlich sehr zufrieden, da ich mich dadurch auch sehr gut konzentrieren konnte und nie einen großen Stressanfall bekam. Durch den Zeitplan habe ich aber auch gelernt, wie wichtig es ist, sich von Großprojekten Zeit einzuteilen. Alles in allem bin ich aber sehr zufrieden mit dem Zeitplan. Nachdem wir nun wissen, dass ich mit dem Zeitplan zufrieden bin, kommt natürlich eine andere Frage, nämlich, wie gut habe ich mich eigentlich an meinen Zeitplan gehalten? Ich habe mich so gut wie möglich an meinen Zeitplan gehalten, manchmal habe ich ein wenig verschlafen und musste, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, während dem Projekt etwas essen oder gar nichts essen. Dies hat allerdings sehr gut geklappt. An manchen Tagen konnte es auch sein, dass ich vergaß, meine 5 Minuten Pause zu nehmen. Ist zwar nicht schlimm, aber es nervt mich natürlich trotzdem ein wenig. Dies passierte, weil an manchen Tagen die Zeit sehr schnell verging. Nun wissen wir schon mal, dass ich mich gut an den Zeitplan gehalten habe und dass er mir gefällt, aber was hat denn jetzt eigentlich gut geklappt und was nicht? Nun, es gibt sehr viele Sachen, die gut geklappt haben und nicht. Gut geklappt hat zum Beispiel, wie schnell ich mich an dieses komplett neue Programm gewöhnt habe. Ich brauchte vielleicht 1 bis 3 Tage, bis ich genau wusste, wo ich was finden kann und wie ich die Sachen in die Projektdatei ziehen kann. Auch die allgemeine Entwicklung des Spiels lief zum größten Teil immer sehr gut, da ich jede Woche am Dienstag 2 Stunden am Projekt bzw. am Spiel gearbeitet habe, konnte es sich sehr gut entwickeln. Allgemein bin ich auch überrascht, wie gut ich mich an die Dokumentation gehalten habe. Ich habe manchmal auch vergessen, kurz etwas aufzuschreiben, habe das aber natürlich dann am nächsten Tag nachgeholt. Ich habe gedacht, ich werde immer wieder sehr viele Tage, Wochen später eintragen müssen, weil ich vergessen werde, dies am Abend vom Projekttag einzutragen. Das muss ich allerdings nie. Gut geklappt hat auch die Zusammenarbeit mit anderen. Ich kenne jemanden aus dem Internet, der auch gerne Spiele entwickelt, und der hat mir gezeigt, wo man Sachen wie zum Beispiel Spielermodelle, Spezialanimationen und Hintergründe, Modelle für Schwerter, Autos, Häuser und so weiter finden kann. Dies war natürlich sehr nett von ihm, dafür danke ich ihm bis heute, aber damit ihr natürlich wisst, dass, wenn ihr das selber mal machen wollt, diese Sachen könnt ihr alle finden auf dem Asset Store von Unity, dem Programm, das ich benutzt habe. Dann gibt es aber auch vieles, das am Anfang gar nicht geklappt hat oder besser gesagt nicht gut geklappt hat.
Am Anfang war meine Idee noch gewesen, eine Art Portal in 2D zu entwickeln, wie es auch das Flash-Game gibt. Allerdings wurden diese Spiele wegen Errors oder Fehlern die ganze Zeit wieder gelöscht und ich konnte nicht an diesen Spielen fortfahren. Nachdem ich dann auf dem Portal-Spiel aufgegeben habe, habe ich mich auf ein 2D Jump'n'Run sowie Super Mario Spiele mit einer Art Rätsel kombiniert und mich an dieses Spiel gesetzt. Dieses Spiel wurde dann zum Glück nie gelöscht und ich konnte es bis zum Ende vom Projekt weiterführen. Allerdings war der Charakter am Anfang etwas zu klein für das Spiel eingestellt, also wollte ich ihn vergrößern. Allerdings wurde er dann immer kleiner, als ich das Spiel gestartet habe. Diesen Fehler konnte ich dann irgendwann auch beheben und der Charakter blieb nun so groß, wie er sein sollte. Bis auf ein paar technische Probleme mit Maus und Tastatur hat eigentlich nichts mehr nicht gut geklappt. Jetzt wissen wir also auch, was gut geklappt hat und was nicht. Aber bin ich denn eigentlich mit dem Projekt im Allgemeinen zufrieden? Ich bin mit meinem Projekt im Allgemeinen sehr zufrieden, da ich sehr viel Zeit investierte und es am Ende auch sehr gut aussieht. Meiner Meinung nach. Auch ein gutes Spielgefühl hat es, da die Steuerung einfach ist. Entweder benutzt man WASD oder die Pfeiltaste zum Laufen. Und das Spiel sieht auch sehr schön aus. Außerdem bin ich sehr zufrieden mit dem Projekt, da ich es zum größten Teil ohne Hilfe als Anfänger geschafft habe, es zu beenden. Ich bin auch sehr zufrieden, dass es nun endlich bereit ist, zum Exportieren, damit andere es testen können. Die Personen, die mir geholfen haben, konnten es schon testen und finden es sehr gut. Also, ich bin zufrieden mit dem Projekt, aber was bringt denn das Projekt mir jetzt für meine Zukunft? Ich finde, das Projekt wird mir vor allem mit einer Sache sehr gut weiterhelfen. Und zwar, wenn ich ein neues Spiel machen will, könnte ich es von nun an selbst erstellen. Denn ich habe während dem Entwickeln des Spiels eine Menge gelernt über Spieleentwicklung. Ich glaube auch, dass es mir, falls ich nach der Schule irgendetwas mit Informatik machen werde, dass es mir damit auch sehr viel weitergeholfen hat. Dieses Projekt bringt mir also auch etwas für meine Zukunft. Aber was würde ich beim nächsten Mal denn anders machen? Nun ja, auch wenn das jetzt nicht mehr geht, würde ich dem einen oder anderen raten, nicht ohne Vorwissen direkt anzufangen. Denn das war genau mein Problem. Ich bin komplett ohne Vorwissen in das Projekt gegangen und habe eine Menge Zeit mit Tutorials verbracht. Bevor ich mich wirklich an einen ersten Versuch vom Spiel wagen konnte. Tut mir leid. Danach lief aber alles immer besser. Was ich auch noch ändern würde beim nächsten Mal, wäre unbedingt einen besseren Zeitplan zu setzen. Vor allem sollte er noch besser bedacht sein als den ich für das Projekt hatte, damit ich noch besser meine Zeit einschätzen oder nutzen kann. Das waren so meine Tipps. So, und nachdem ihr nun meine Präsentation hattet über mein Projekt, möchte ich euch natürlich mein Spiel nicht weiter vorenthalten. Ich habe für euch einen Google Drive Link in den Anhang gepackt, damit ihr selber das Spiel testen könnt. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß.